Beginnen wir mit der Semiotik. Was ist eigentlich ein Zeichen? Es ist die kleinste Einheit, die eine Verweisbeziehung herstellen kann. Zeichen treten nicht allein auf, sondern bilden mit vielen anderen Texte. Bei uns ist das der Musiktheatertext. Ein Zeichen ist ein Ding mit zwei Seiten, eine Beziehung, die einen Signifikanten an ein Signifikat bindet. Man beachte, das Zeichen ist keine Sache, sondern ein sozialer und kultureller Bezug. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Familie hat einen Hund. Der Hund heißt Nino. Der Vater sagt nun zu seinem Sohn, kannst du heute noch mit dem Hund spazieren gehen? Konzentrieren wir uns auf das Wort Hund. Das Wort Hund ist ein Ausdruck, in diesem Fall ein gesprochener Laut. Hund. Nino ist der tatsächliche Zustand der Welt, der tatsächlich existierende Hund, er ist der Referent. Woher weiß der Sohn, dass der Vater möchte, dass er mit Nino spazieren gehen soll? Dabei hilft ihm ein Zeichen. Der Sohn wird zum Interpreten. Das Zeichen stellt eine Verbindung zwischen dem klingenden Ausdruck Hund und dem Konzept Hund, also ein vierbeiniges Tier der Gattung Canis lupus familiaris, her. Hier ist erst einmal eine große Gruppe von möglichen Tieren gemeint. Da die Familie aber nur einen Hund hat, nämlich Nino, ist die Botschaft für den Sohn trotzdem verständlich. Natürlich gibt es auch noch andere Ausdrücke, also Signifikanten, deren Signifikat Hund ist. Der Vater könnte zum Beispiel auch einen Hund malen. Auch hier ist das Zeichen weder die Zeichnung selbst noch der tatsächliche Hund. Das Zeichen ist das Bindeglied. Je nachdem, wie Signifikant und Signifikat in Beziehung stehen, entstehen verschiedene Klassen von Zeichen. Wir stellen die Frage, was möchte das Zeichen sagen und auf welche Art und Weise tut es dies? Bei den ikonischen Zeichen gilt, der Signifikant ist dem Signifikat ähnlich. Hier sehen wir die Farbe aus einem Tuschkasten. Der Signifikant, der Ausdruck, also in diesem Fall das Aussehen, ist dem Signifikat blau ähnlich. Natürlich ist diese Tuschfarbe nicht das einzige Zeichen mit dem Signifikat blau. Auch auf diese drei Signifikanten würde das zutreffen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist für ikonische Zeichen genügend, so wie bei einer Karikatur oder einer stimmlichen Imitation. Für hinweisende Zeichen gilt, der Signifikant steht mit dem Signifikat in einer natürlichen Verbindung. Das ist bei einer Wetterfahne der Fall. Entscheidend für den Zeichenprozess ist physische Nähe bzw. eine Spur oder ein Abdruck. Der Wind bewegt die Fahne so, dass sie die Windrichtung anzeigt. Das ist auch bei einem Fingerabdruck der Fall oder dem hinweisenden Finger, der auf etwas zeigt. Ein weiteres Beispiel ist die Totenmaske, die ebenfalls als direkter Abdruck auf eine Person verweist. Oder die Unterschrift, hier einige Autogramme von Elvis Presley. Wichtig ist, dass hinweisende Zeichen lügen können. Diese Unterschriften hier sind nämlich gefälscht. Bei hinweisenden Zeichen neigen wir gewöhnlich, trotz a priori fehlender Gewähr für die Wahrheit des Gezeigten, dazu, ihnen eine Kraft der Glaubwürdigkeit zuzubilligen, die wir anderen Zeichen nicht ebenso leicht zugestehen. Das ist eine Eigenschaft, die sich auch im Musiktheater sehr gut nutzen lässt. Als drittes gibt es die symbolischen Zeichen. Bei ihnen besteht zwischen Signifikant und Signifikat nur ein willkürliches Verhältnis. Dass dieses Schild Vorfahrt gewähren heißt, lässt sich nicht aus seinen Eigenschaften ablesen. Diese Bedeutung muss erlernt werden. Das Symbol ist undurchsichtig, man sagt dazu auch arbiträr. Das gleiche gilt für Sprache, es gibt in den meisten Fällen keinen in dem Ausdruck der Laute zu findenden Grund, warum man nun gerade Frau, Mujer, Donna, Femme, Nüren, Woman, Gentina sagt. Die Semiotik ist eine Disziplin, die zuerst zur Analyse von Sprache erfunden wurde. Wie lässt sich die Zeichentheorie aber auf die Musik anwenden? Wir wollen aber über die Musik selbst in ihrer phänomenalen Gestalt und nicht in der Notenschrift sprechen. Denn musikalische Notation ist eine Schrift, sie nutzt symbolische Zeichen, die erlernt werden müssen. Eine Melodie oder ein Akkord sind dagegen zumeist ikonisch, der Klang verweist erst einmal nur auf sich selbst. In der Musikgeschichte haben sich immer wieder einzelne Vokabeln herausgebildet, die auch einen symbolischen Charakter haben. Ein absteigender kleiner Sekundenschritt wird gemeinhin mit einem Seufzer assoziiert.
diese berühmte Akkordverbindung mit Tristan und Isolde. Allerdings sind diese symbolischen Zeichenfunktionen zumeist auf eine bestimmte Epoche und Stilistik beschränkt. Und auch Kompositionstechniken wie Wagners Arbeit mit Erinnerungsmotiven vermögen es nicht, eine sprachähnliche Syntax aufzubauen. Gerade im experimentellen, instrumentalen Theater spielen auch die gestischen Zeichen eine wichtige Rolle. Gesten werden hier nicht nur von Schauspielern genutzt, um damit einer dramatischen Rolle Glaubwürdigkeit zu verleihen, auch Instrumentalisten, die auf der Bühne musizieren, erzeugen sie. Eine schauspielerische Geste ist meist ikonisch. Der Akteur bildet durch sie das Verhalten der von ihm dargestellten Figur ab. Je nach Stil auf naturalistische oder auch auf hochartifizielle Weise. Das gleiche gilt für den Tanz. Die meisten Bewegungen sind ikonisch und selbstreferenziell. Sie stellen sich selbst dar. Die instrumentale Spielgeste dagegen hat einen Doppelcharakter. Neben dem ikonischen steht stets auch ein indexikalisches Element. Drückt der Pianist auf eine Taste oder trifft der Schlagzeuger mit einem Schlegel ein Trommelfell und wird auf diese Weise ein Klang erzeugt, so steht das gestische Zeichen in einem physikalischen, kausalen Zusammenhang mit seiner Bedeutung. Es ist Teil des Aufführungstexts. Spielt ein Pianist eine Akkordfolge, so können die Zuschauenden nur durch Beobachten den Zusammenhang zwischen der vollzogenen Spielgeste und dem klanglichen Resultat erkennen. Dafür brauchen sie kein erlerntes Wissen, die Spielgeste ist also kein symbolisches Zeichen. Wie eine Unterschrift ist sie ein flüchtiger Abdruck des Erzeugungsprozesses des Klangs. Bei den Spielgesten handelt es sich um funktionale Handlungen, die Motivationen und Intentionen des Handelnden sind nachvollziehbar. Gleichzeitig vollführen Pianisten häufig auch Gesten, die keine unmittelbare Funktion haben, also keinen Beitrag zur Klangerzeugung leisten. Diese haben ikonischen Charakter, verweisen primär auf sich selbst. Dabei haben sie eine nicht unerhebliche Auswirkung auf die Gesamtwirkung einer musikalischen Live-Darbietung. In vielen Fällen werden Interpreten genauso für fehlende wie für übertriebene Körpersprache kritisiert. Wichtig ist, es gibt keine objektive Möglichkeit, zweifelsfrei zwischen funktionalen und ikonischen Spielgesten zu unterscheiden. Lang Lang wird womöglich seine Bewegung als zwingend technisch notwendig verteidigen. Alle Gesten sind Teil des Performance-Texts. Die letztendliche Deutung erfolgt durch jeden Rezipienten, jede Rezipientin individuell. Indexikalische und ikonische Funktionen wirken so zusammen. Im Sport, etwa im Skispringen, zählt nicht nur, wie weit der Athlet springt, sondern auch, mit welcher Körperhaltung er fliegt und landet. Natürlich ist das Prinzip nur bedingt übertragbar, da an der Kunst nicht normiert ist, wodurch sich eine gute oder schlechte Haltung auszeichnet. Extravagante Positionen haben auch ihre Berechtigung. Es gibt aber auch Sonderfälle. Bei diesem Klaviervortrag vollführt der Pianist zwar typische Spielgesten, es ist aber kein Klavier vorhanden. Die indexikalischen Zeichen geben vor, der Abdruck eines Spielvorgangs zu sein, der in Wirklichkeit aktuell gar nicht stattfindet. Wir haben es mit einer Ästhetik der Abwesenheit zu tun. Die Gesten fungieren als Leerzeichen. Die vorgetäuschte kausale Verbindung zwischen Gesten und Klängen ist ein beliebter Theatertrick, der häufig mit einer humoristischen Wirkung einhergeht. Eindeutig von einem symbolischen Zeichen kann man dagegen bei dieser Klavierspielgeste sprechen. Sie ist das offizielle Zeichen für Klavier in der American Sign Language. Im zeitgenössischen Musiktheater ermöglichen andererseits Sensorik und digitale Interfaces wieder eine unsichtbare kausale Beziehung zwischen Gesten und Klang herzustellen. In diesem Ausschnitt aus Apergis Luna Park steuert der Schlagzeuger Richard Dubelski tatsächlich mittels seiner Körperbewegung die Elektronik, auch wenn er die Klänge nur mittelbar über einen Computer beeinflusst. Nun direkt zurück zur Analyse des Musiktheaters. In einem ersten Schritt haben wir die Zeichenindividuation vorgenommen, also die einzelnen Zeichen voneinander getrennt. Je nach Analysegegenstand sind das verschieden große Sinneinheiten, einzelne Szenen, Phrasen. Die kleinsten möglichen Sinneseinheiten wären bei den asemantischen Lauten die Phoneme, auf der semantischen Zeichenebene Sememe, auf der musikalischen Ebene einzelne Zellen, genauso wie Gesten, einzelne Bewegungen, einzelne Elemente des Bühnenbilds, Lichteinstellungen, Video-Moves. Wir haben die Maschine, die wir verstehen wollen, auseinandergenommen. Der schwierigere, aber auch wesentlich spannendere Teil ist aber, sie wieder zusammenzusetzen. Dafür müssen die Mechanismen und Relationen zwischen den einzelnen Komponenten verstanden werden.